Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dantes Inferno. Schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und auch vielen Dank an die Leute, die das letzte Video bewertet haben, angeschaut haben, vielleicht ein Abo dagelassen haben. Und ja, mehr gibt's ja nicht zu sagen, ne? Außer, dass wir hier natürlich direkt weiter uns aufmachen, um den Höllenring zu erkunden, beziehungsweise endlich weiterzukommen, um unsere Frau zu kommen. Ja, ich wollte ja nicht bestrafen. Dante, reiß dich zusammen. Ich hab gedacht, die hilft uns. Komm runter mit deinem Gespür. Hallo, ich rette uns gerade das Leben. Ey, du Drecksviech, Alter. Alter, ich raste aus, ey. Kotzen die da hin oder scheißen die da nochmal zusätzlich hin? Ja, komm ran. Weißt du, ich habe uns gerade das Leben gerettet, du dumme Sau. Yeah.
Ey, ich hab deinen Kumpel gerade erlöst. Komm runter mit deinem Kondom hier. Wie lange soll das Spiel jetzt noch gehen? Warum brichst du mich? Kennst du kein Erbarmen? Mutter. Nein, das ist nicht mehr deine Mutter. Löst sich die Seele aus dem Bunde mit ihrem Leib zur Gänze. Von Minos verdammt in den siebten Schlunde. Dort sprießt aus ihr ein Setzling, gleichsam ein Baum mit körperlosem Schmerz. Deshalb darf keine Seele je besitzen, was einst sie selbst genommen hat. Aber das ist ganz unmöglich. Ich verstehe das nicht. Ihr Herz war dem Fieber nicht gewachsen. Sie war zu schwach. Deines Vaters Grausamkeit. Doch ich war zu schwach, ihm zu trotzen. Und so entleibte ich mich. Und du bist von seiner Art. Vergib mir bitte. Ich habe versagt. Mir fehlte stets der Mut, dich zu beschützen. Ja. Kannst du mir vergeben? Ich hätte... Mutter, warum musste ich alles verlieren? Manche Männer ändern sich, andere werden die Männer, die sie früher einmal waren oder gerne wären. Beatrice war mein Ein und Alles. Warum nur verriet ich sie? Es ist zu spät für uns, Sohn, aber ihr bleibt noch Zeit. Erlöse mich. Meine Seele gehört dir. Du musst Beatrice retten. Sie ist unschuldig. Mhm. Du hast einen neuen Zauber gefunden. Selbstmordfrucht. Bitte bearbeite. Ja, das benutzen wir halt so gut gar nicht. Jo. So. Ihr wolltet das ja nicht anders. Ja, du wirst jetzt auch einen Kopf kürzer gemacht. Fast fertig mit dem Spiel, immer noch kriegen wir immer noch Sachen. Alter, geht immer noch weiter. Achso, es sind ja drei Ringe jetzt. Was ist los? Ich will mit dir reden. Gewalt auch gegen Gott sich wendet, wenn das Herz ihn verleugnet und seine Güte schändet. Genau. Alles klar. Gottes Rache ist fürchterlich, nicht wahr? Die sieben Könige, die gen Theben zogen, fanden den Tod in fernem Land. Sieh nun zu, dass an den Bäumen du bleibst und meide den fallenden Sand. Okay. Du machst dann mal alte 4. Der abscheuliche Sand, ja.
Nein! Wer bist du? Brunetto Latini, der florentanische Philosoph und Scholar, war ein früherer Mentor des jungen Dante. Als Strafe für die Sünde der Sodomie schmort er in den siebten Höllenkreis. Ja. Okay. Oh, der ist ja Hurenhund, ne? Ja, Alter! Okay, let's go. Gut, dass ich noch geblockt habe, man hat es sogar noch gehört, aber yo, Spiel sagt nein, du hast nicht geblockt. Okay. Jesus. Müssen wir wieder von ganz hier vorne anfangen. Ja, ist okay, bleib ruhig. Ich sag jetzt mal nichts, ja. So, stecken wir hier noch rein. Dann hier oben. Ich tat was für mich. Das wärmliche Phantom. So, können wir noch irgendwas Tolles leveln? Machen wir das einfach mal. Jo. Das ist schon geil. Ja, okay. Hey, ich bin doch die... Ich bin im Block. Damn.
Ey, ich blocke hier, ne? Ich bin am Blocken. Du alte Fotze. Was ist, hä? Was ist los? Komm ran, Muschi. Ja, jetzt hast du nicht mehr dein Maul offen, ne? Du dumme Sau. Ja, durch deinen hässlichen Magier, Alter, glaubst du auch, wer das Biest, ne? Oh, stech da rein. Oh. Ich finde keine Ruhe. Warum nicht? Was ist los? Guido! Ja, Guido. Na, Guido. Sag mal Guido. Der weiße Krieger und früher der Gulven schulte sich, suhlte sich im Blut seiner Feinde und gab sich dem Freund der Sodominie hin. Ja, weg, weg, weg! Mir ist scheißegal. Wir müssen Level 5 werden. In bestrafen, dass wir den. Was war das, der Gürtel? Die Hufe. Hufeisen, ja. So, was kommt hier jetzt? Sex im Mund. Genug! 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 Nein! Es ist nicht an uns, über diese Seelen zu richten! Welche Seelen? Deshalb kämpfen wir! Sie sind nicht wir! Kämpft mit mir, Kreuzritter! Vergießt das Blut der Heiden! Ziert euch nicht! Ihre Seelen sind schon verloren! Oha, Kreuzbrüder! Meine Brüder! Predator, Alter. Ja, hier geht's ab, ne? Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Wir können oh ja! Jo, gucken wir gleich. So, da stecken wir auch noch mal rein. Stecken wir auch gleich rein.
Ja. Ihr Opfer. Gelitten. Ja, passiert, ne? So. Aber das war's dann auch schon wieder mit Dantes Inferno. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.